Gesundheitskarte, Name, Vorname. Asthma, andere Allergien, Bronchitis, Lungen, TBC, TBC, andere Organe. VEB, Betriebsarzt für die Mitarbeiter. Oder so eine Art Terrarium oder sowas. Hier auf dem Schreibtisch auch wieder eine Gesundheitskarte. Das ist diese ganze Gehörwatte. Wenn ihr das Gelände nicht sofort verlasst, dann gibt's hier Ärger. Hinter die Kulissen blicken und deine Ideen mit in meine Projekte einfließen lassen. Jetzt Kanalmitglied werden. Hierzu einfach auf die Schaltfläche Mitglied werden klicken. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute aktuell bei bestem Wetter, wie man sehen kann. Blauer Himmel, Sonnenschein, 6 Grad ungefähr, auf einem verlassenen, alten, ehemaligen VEB-Gelände. Das heißt, es war ein volkseigener Betrieb, eine Mischung aus Landwirtschaft und Arzt. Es sieht so ein bisschen nach Arzt aus auf jeden Fall. Wir haben uns eben gerade schon mal die Räumlichkeiten so ein bisschen angeguckt. Ich bin heute gemeinsam mit Franzi, Fabian, Sven und Stefan unterwegs. Alle ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Instagram wird jetzt hier oder da unten jetzt irgendwo verlinkt sein und natürlich auch ganz unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß mit dem Video. So, wie man hier schon unschwer erkennen kann, das Außengelände ziemlich groß. Da vorne sind auch noch diverse Fabrikshallen. Da vorne ein eingestürztes Gebäude. Und jetzt aktuell hier auch ein, ja, von außen ziemlich marodes Gebäude, würde ich fast sagen. Wie man sehen kann, hier vorne schon alles ziemlich eingestürzt und ja, ziemlich beschmiert. Die Wände sind beschmiert, auf dem Boden liegt überall Putz verteilt, die Scheiben sind hier kaputt. Und ich würde sagen, wir fangen da vorne mal an. Ist ein sehr interessanter Raum, finde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, es war ein volkseigener Betrieb. Und das ist so der erste Raum, den ich euch zeigen kann. Wir haben hier diverse Schließfächer, so wie es aussieht. VEB, eventuell mal als Umkleide genutzt, weil ich könnte mir vorstellen, da vorne sind nämlich die ganzen Schließfächer nummeriert, die ganzen Spinte. 46, 47, 48, dass vielleicht jeder Mitarbeiter eine so eine Schrankhälfte hatte und dann seine Privatklamotten einschließen konnte und dann hier auch seine Arbeitsklamotten hatte, um sich dann hier direkt auf der Arbeit umzuziehen. Ja, und hier von diesen ganzen Schließfächern aus geht es in ein Badezimmer. Wir haben hier diverse Waschbecken, wie man sehen kann. Tatsächlich auch noch Seife, die hier steht. Und hier duschen, was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, weil direkt, wenn man reinkommt, gleich duschen, das ist schon irgendwie ein bisschen kurios. Genauso wie hier. Waschbecken und auch hier duschen und da steht sogar noch das Shampoo von früher. Alles zurückgelassen. Hier vorne auf dem Tisch tatsächlich nochmal ganz interessant, so eine Watte, die du dir in die Ohren stecken konntest, wenn es dir irgendwie zu laut war. Wenn hier vielleicht Maschinen laufen oder liefen, zu laut der Ton, nimm Gehörschutzwatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich die Watte dann ins Ohr gesteckt hat, wie zum Beispiel normale Oropax oder sowas. Und dann wurde das Ganze, also die ganzen Maschinengeräusche, die waren dann halt eben leiser und gedämpfter. Ist ja auch nicht so gut fürs Gehör, wenn man dann ja quasi die ganzen lauten Geräusche wahrnimmt. Hier vorne auch diverse Akten. Ich denke mal, dass das hier irgendwie alles mal in so einem Aktenkoffer war. Reihenuntersuchung. Name, Vorname, Geburtsdatum, Größe 1,73 Meter, Gewicht 62 Kilogramm. Was haben wir hier noch so stehen? Wirbelsäule, Pupillen rund, entrundet gleich weit, Blutsenkung, Brustkorb, Brustumfang, Beurteilung und abgestempelt von der Betriebssanitätsstelle VEB. Ja, hier auf dem Boden auch diverse Textilien. Ja, und jetzt kommen wir in den absoluten Highlightraum, Leute, den ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Und zwar, wie man hier sehen kann, so eine Art Arztzimmer. Diese Liege haben wir hier, dann haben wir diese Vorhänge, um quasi den Patienten so ein bisschen abzutrennen, dass der Patient so ein bisschen, ich sag mal, Privatsphäre hat. Ich denke mal, dass hier auch noch irgendwie so eine Art Vorhang war, könnte ich mir gut vorstellen. Guck mal, hier ist nämlich auch noch so ein Vorhang, den konntest du dann zuziehen. Guck mal, hier haben sie auch tatsächlich so einen Sehtest gemacht, ne? Wo du dann Buchstaben erkennen musstest, oben ganz groß, T, EP. Umso kleiner oder umso tiefer die Reihen sind hier, zum Beispiel Zeile, ja gut, das ist jetzt alles beschriftet mit 4, 5, 7,5, 10, ob das nach Dioptrien oder wie auch immer das gerechnet oder angemessen wurde, aber die Buchstaben, die werden tatsächlich immer kleiner. Das heißt, die haben hier nicht nur Hörtests gemacht, sondern auch Sehtests, also wirklich so ein Allgemeinmediziner, würde ich sagen. Gesundheitskarte für Betriebsangehörige, okay, das heißt natürlich auch für Mitarbeiter. Und hier noch so ein altes Notizbuch. Was auch immer da aufgeschrieben wurde. Hier auf dem Schreibtisch auch wieder eine Gesundheitskarte von einem Mitarbeiter, so wie es aussieht. Ja, was auch immer das sein soll, guckt euch das mal an. Da unten ist so ein Stromanschluss. Und was konntest du damit dann machen? Weiß nicht, hier vorne hast du so ein Behältnis, da ist ein Schlauch drin. Irgendeine Flüssigkeit, die hier vielleicht irgendwie zubereitet wurde, vielleicht auch gekocht wurde.
Hier vorne sieht das aus wie einfach, ja, Büro. Wahrscheinlich Büro des Arztes, so wie es aussieht. Audiogramm, guck mal. Die haben hier nämlich auch Gehörteste gemacht. Guck mal, hier mit der Steigung bzw. mit der Senkung. Ich denke mal, dass sie hier einen Hörtest gemacht haben. Ja, und anhand dieser Skizze, sage ich mal, anhand dieser Skizze, haben sie dann könnte dann nachvollzogen werden, ob du halt eben gut oder eben schlecht hörst. Wo geht's hier noch weiter? Eieieiei. Was liegt da denn noch alles auf dem Boden? Eieiei, guckt euch das mal an. Das ist diese ganze Gehörwatte. Ich vermute mal, dass die tatsächlich irgendwo im Schrank einsortiert war ursprünglich. Und hier schon irgendjemand gewühlt hat und die wahrscheinlich irgendwie, so wie es aussieht, auf den Boden geschmissen hat. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in die oberste Etage und dann haben wir unten auch noch einiges zu sehen. Ja, hier vorne, wie man sehen kann, so eine Wandmalerei. Da sieht man auch das Ganze hier wirklich so landwirtschaftsmäßig, ne? Trecker, eine Bäuerin, Kühe, da irgendwie Bauer und Frau vielleicht. Also das finde ich symbolisiert tatsächlich doch wirklich so ein bisschen oder repräsentiert doch tatsächlich wirklich so ein bisschen die Landwirtschaft, oder? Ja, wenn wir jetzt quasi dieses Treppenhaus ein bisschen weitergehen, hier vorne haben wir wie gesagt diesen riesengroßen Flur, wo wir eben gerade die Wandmalerei hatten. Im Hintergrund seht ihr schon diverse Schimmel, also das Ganze steht wie gesagt schon ein bisschen länger leer. Und wie ich gerade eben hier gesehen habe, der Betrieb bzw. dieser volkseigene Betrieb hatte tatsächlich auch eine eigene Kantine, wie man sehen kann. Ne? Da vorne denke ich mal, dass da das Essen ausgegeben wurde und dass hier, könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich Tische und Stühle standen. Aber das sieht auf jeden Fall so aus wie die Küche. Ich denke mal, dass ja, hier das Essen zubereitet wurde, könnte ich mir gut vorstellen, beziehungsweise da abgewaschen wurde. Hier sind die Vorhänge, die waren dann aufgezogen. Hier wurde das Essen dann durchgereicht. Also ganz normal, wie man es jetzt auch aus dem Schullandheim kennt, aus dem Krankenhaus. Ich glaube, da gibt es ja auch Krankenhauskantinen und so weiter und so fort. Ja, und so wird das hier wahrscheinlich auch gewesen sein. Wir haben nämlich hier noch so einen alten Küchenfahrstuhl. Und Leute, guckt euch das mal an. Das sieht hier so aus wie so ein Ofen in der Wand eingelassen, ne? Hier mit diesen richtig alten Ziegelstein. Oder so eine Art Terrarium oder sowas, dass da vielleicht mal irgendwie eine Schlange oder sowas drin gelebt hat. Weil wir hier überall diese Steine haben. Da sind Steine und dann ist hier so ein Kiesbett. Das sieht für mich aber echt megamäßig nach Terrarium aus. Ich glaube echt, dass da irgendwie Reptilien drin gelebt haben. Guck mal, hier haben wir nämlich diese alte Heizröhre. Und wenn ich die Kamera da jetzt mal so ein bisschen reinhalte, dann seht ihr es auch ganz gut. Hier sind überall Steine, ne? So, wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns jetzt aktuell im Erdgeschoss. Hier unten wurde ziemlich viel beschmiert. Die ganzen Wände sind voll beschmiert mit Graffiti. Hier unten ist überall alles durchgewühlt. Die Kommode wurde abgerissen, die Stühle wurden zusammengestellt. Und es sieht einfach so aus, als wenn hier irgendwie eine Bombe eingeschlagen wurde. Und das ist immer, finde ich, so das Traurige an den ganzen Lost Places, dass es mit der Zeit, wenn so ein Ort bekannt wird, randaliert wird, dass Graffiti an den Wänden gesprüht wird. Das ist, finde ich, in meinen Augen wirklich dieser Nachteil, wenn so ein Ort so wirklich viral geht. Ich guck mal, was hier noch so Interessantes ist für euch. Kühlschrank. Kühlschrank. Wo kommen wir denn hier denn auch wieder? So ein Badezimmer. Sogar eine Badewanne haben sie hier gehabt, die du hier benutzen konntest. Als Mitarbeiter? Hat man hier als Mitarbeiter eine Badewanne genutzt? Boah, ich weiß es nicht. Also dieser Ort ist wirklich kurios, Leute. Es ist wieder so kurios. Jetzt haben wir hier eine Dusche und da haben wir auch wieder eine Dusche. Und wie ihr sehen könnt, das finde ich immer so das Schöne an den ganzen Lost Places, die Vegetation, die holt sich tatsächlich wirklich alles zurück. Irgendjemand hat hier mal vor langer Zeit wahrscheinlich mal das Fenster offen gelassen und wie ihr sehen könnt, der ganze Brombeerstrauch, der wächst hier schon wieder durch und sucht sich so ein bisschen seinen Weg ins Innere quasi. Da kommt tatsächlich noch so ein bisschen der Bunkerinstinkt in mir raus und zwar haben wir hier unten so eine Platte auf dem Boden und da werde ich jetzt mal ganz kurz reingucken für euch, mit euch. Ich habe hier gerade noch so eine Platte im Boden gefunden, vielleicht könnte das ein Bunker sein. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Okay Leute, leider kein Bunker, sieht aus wie Kanalisation. Hier laufen so ein paar Rohre lang, also nichts wirklich Interessantes. Würde mich auch wundern, wenn jetzt hier irgendwie ein Bunker wäre. Es wäre ziemlich komisch hier mitten im Flur, nicht für jedermann erreichbar, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall komisch, aber wie gesagt, es ist eine ganz normale Kanalisation. Sieht so ein bisschen so aus wie Abstellraum, ne? Wir haben diverse Kassen, also diese ganzen Quittungsrollen auf dem Boden.
Hier vorne irgendwelche Rosten für wahrscheinlich Kühlschrank, Regale, ein altes Eisfach, wo ein Bügeleisen draufsteht und so weiter und so fort. Gut, es ist tatsächlich wirklich nichts drin. Also wie man sehen kann, was wirklich interessant ist, hier sind so viele Sachen auf einem Fleck. Wir haben da oben dieses Arztzimmer gesehen, wir haben diesen riesen Speiseraum gesehen, diese ganze Kantine. Die Küche haben wir uns angeguckt, wir haben hier im Erdgeschoss gesehen, dass es kein Bunker war, was ich zuerst vermutet hätte. Es wäre wirklich schön gewesen, weil ich sage mal, ein Bunker so auf so einem Gelände ist ja vielleicht nicht ganz unüblich. Allerdings nicht da, wo ich ihn vermutet habe, ehrlich gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder raus, beziehungsweise ich gehe jetzt wieder raus. Und wir gucken uns nochmal vielleicht irgendwie eines der anderen Gebäude an. Da vorne steht noch so ein riesen Öltank und tatsächlich alte Teile der Berliner Mauer. Und ich würde sagen, da gucken wir mal als nächstes hin. So, da das Außengelände relativ groß ist, machen wir jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen, beziehungsweise Fabian macht die Drohnenaufnahmen. Schaut gerne bei Fabian und Franzi auf dem Kanal vorbei. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt die Drohnenaufnahmen auf jeden Fall mal ein. Ja, hier vorne sind auch wieder diverse Fabrikshallen. Leider kommen wir da nicht rein. Hier vorne sehe ich jetzt gerade an der Tür Tanklager. Aber wie ihr sehen könnt, die ganzen Türen sind hier irgendwie verbarrikadiert. Da vorne ist eine offene Tür. Das Problem ist, dass der eine Nachbar uns eben gerade gesehen hat und der Nachbar sagte, wenn ihr das Gelände nicht sofort verlasst, dann gibt es hier Ärger. Von daher wollen wir eigentlich das Gelände jetzt auch verlassen. Hier vorne in der Halle, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gut sehen könnt, ist leider nichts mehr drin. Also tatsächlich komplett ausgeräumt, komplett leergeräumt. Dahin sind noch irgendwelche Kalksandsteine drin und irgendwas eingeschweißtes, irgendwie eingeschweißte Steine. Was auch immer hier Steine machen. Also wie gesagt, das ist ein ganz kurioses, komisches Gelände auf jeden Fall. Wie gesagt, da vorne ist dieses Hauptgebäude, wo wir eben gerade drin waren. Und da auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, hier die roten Häuser, die sich da befinden. Da hat der eine Nachbar gesagt, Gelände sofort verlassen und sonst gibt es Ärger. Und von daher würde ich sagen, verlassen wir das Gelände jetzt auch. Ich würde sagen, es waren ja, eine interessante Location, würde ich sagen. Wie gesagt, volkseigener Betrieb. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, auf jeden Fall. Aber ja, war interessant. Der Arzt war interessant, finde ich. Dieser eine Raum, den wir da gefunden hatten. Dann diese große Kantine. Ja, und alles andere habt ihr ja wahrscheinlich schon im Video jetzt gerade gesehen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut bei den anderen vorbei, sind ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Instagram wird jetzt hier im Bild irgendwo eingeblendet sein und auch ganz unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, lasst einen netten Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.